Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde mit Games Tycoon. So, weiter geht's. Die Forschung ist gleich fertig und ist sie plupp fertig. Das heißt, wir haben jetzt alles geforscht, was wir brauchen, um eine Konsole herzustellen. Beziehungsweise konnten wir es vorher schon, aber wir haben die Sachen verbessert, ja. Allerdings, das erste, was ich mache, ist das Spiel vom Markt nehmen, Cartoon Battle Royale. Nehmen wir vom Markt. Es hat uns 128 Millionen gebracht. Das ist sehr, 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 sehr gut. Unser zweites Game, Mad Games Tycoon, ist noch so semi-erfolgreich, würde ich mal behaupten, ja. Also es geht da deutlich besser, deutlich besser. Deswegen fangen wir an. Wir entwickeln jetzt eine Konsole. Jetzt ist die Frage, stationär oder Handheld-Konsole, ja. Ich würde sagen, dass es tatsächlich die stationäre Konsole wird, ja. Color Station, Online Box, Master Engine, GameTech, 32 Xbox, Panther Station, Panther System, Super Drive, Super Station, Turbo Box, Panther Station, Gamebox. Wir nehmen die Gamebox. Gamebox hört sich gut an, ja. Wir haben die Chipsätze, das ist alles das Beste, was geht. Ich würde sagen, wir nehmen mal so ein Blau. Blau ist nicht schlecht. Blau. Und entwickeln das Ding einfach mal, ja? Wir können es, glaube ich, sogar hypen, oder? Können wir es hypen? Konsolen. Gamebox. Ach, warte mal. Konsolen. So, automatisch wiederholen bis halb auf 100. So. Was wir dann auch noch machen, ist ein Spiel entwickeln. Jetzt ist nur die Frage, können wir dieses Spiel jetzt muss ich es einstellen. Können wir das jetzt schon für unsere Konsole entwickeln, obwohl die Konsole noch nicht auf dem Markt ist? Ist die Frage. Ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel und zwar Elektroschock, ja. Nehmen die volle Größe, nehmen Retail. Wir nehmen ein ganz normales Spiel. Also mal ein Spiel für Kinder. Ein Geschicklichkeitsspiel oder so. Irgendwie sowas. Haben wir die schon geupdatet? Unsere Geschicklichkeitsengine? Ja, aber noch nicht voll, ne? Warte mal, wir können ja jetzt wieder Updates machen, ne? Geschicklichkeit. Ich glaube, wir haben zwei neue oder so, ne? Drei neue sogar, okay. Komm, dann machen wir mal ganz schnell noch hier so ein paar Updates auf die Engines. Jump'n'Run oder so, keine Ahnung. Und dann hauen wir ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder raus mit der neuen Konsole. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil wenn die Kinder schon mit der neuen Konsole anfangen, dann ist das, glaube ich, gut für die Zukunft. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber man kann sich's einbilden, ja. Okay. Wir haben 500.000 Abonnenten. Haben gerade mal 24... Gerade mal, aber wir haben gerade mal 24 Millionen verdient mit dem Dingen. Ist nicht so viel, ne? Wie lange braucht denn bitte diese Konsole hier? Die ist gerade mal bei 10%. Irre. So, Spiel entwickeln. Wir nehmen Cannot Strike, Power Rock, Fock. Wir nehmen Fock. Fock hört sich gut an. Für Kinder Thema. Thema Sport. Untergruppe Wikinger. Einfach ein paar gute Punkte, ist ja egal. So, Geschicklichkeit mit. Tja, mit was? Arcade. Denkspiel. Geschicklichkeit, Denkspiel. Mit der Geschicklichkeitsengine und unserer Lizenz. Und dann schauen wir mal, können wir das jetzt schon. Personal Computer. Wir können das nicht für. Doch, Gamebox, da ist sie doch. Wir entwickeln das hierfür. Dann hierfür. Dann hierfür. Gibt es eine neue? Ja, gibt eine neue. Und dafür. Komm, wir kaufen die auch noch, ist doch egal. Dann sind sie alle weg. So, dann haben wir nämlich hier. Den Markt dann. Okay, für die Gamebox gibt's das Ding dann. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut.
So, dann schauen wir mal. Geschicklichkeit, machen wir hier das alles hoch. Hauen wir mal einen Kopierschutz. Gibt keinen neuen, okay. Müssen wir den nehmen. So, dann hauen wir hier. Was hauen wir hier hin? Wir machen das so und das so und das so und das so. Alle Sprachen kosten zwar immer ein bisschen Geld, aber ist, glaube ich, besser. Gut. Das Spiel läuft. Wird gemacht. Wir verbessern das Gameplay. Dann verbessern wir die Grafik. Jetzt können wir auch diese Zwischensequenzen machen, ne? Vielleicht ist das gar nicht mal so verkehrt. Und machen noch Animationen. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Gut, jetzt ist nur hier das Marketing so ein bisschen lahm, weil die hypen ja jetzt hier die Konsole. Und dann müssen die ja noch das Spiel hypen. Dann würde ich sagen, Entwicklung unterstützen. Zack. Alle, die wo nichts zu tun haben, gehen bitte dahin. Zum Beispiel du. Und du. Und auch du. Du sowieso. Und du. Und du. Du. Wir stellen einfach alles ein. Ist doch egal. Müssten dann sowieso mal später gucken, ob wir vielleicht uns so ein paar, ich nenne sie mal Super Sims, basteln wollen, ja? Vielleicht macht es Sinn. Gut, Attacke. Die Frage ist jetzt auch, was passiert, wenn wir dieses Spiel jetzt hier vom Markt nehmen? Mad Games Tycoon? Oh, bester Soundtrack, beste Grafik, wir sind nicht dabei. Sind dann die Abonnements auch weg oder nicht? Weil wir verkaufen echt wenig. Das ärgert mich tatsächlich. Oh. Guck mal, der Hype von der Gamebox ist fast fertig. Das geht doch echt, wenn man sich das so anguckt, das geht hier ab, ey. Wahnsinn. So, Marketing. Für das Game. Fuck. So, dann hauen wir da auch volle Marketing-Power drauf. Und hoffen mal, dass das was wird, ja. Also die Konsole ist bei 70%. Ich glaube, das könnte ganz gut passen, ja. Dass die Konsole rauskommt und dann direkt das Spiel. Weil eine Konsole rauszubringen, ohne dass es dafür Spiele gibt, wäre Quatsch. Weil dann kauft die kein Mensch. Braucht ja keiner. Wofür auch. So, ich höre die ganze Zeit nur Bugs. Bugs, 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 Bugs. So, die Konsole ist gleich fertig. Machen wir langsam. Gamebox. Boah, 5 Sterne, jawoll. Sehr gut. Wie teuer soll das Develop-Kit sein? Ja, wie teuer soll das sein? 25.000 von mir aus. Aktuelle Produktionskosten deiner Konsole, $522. Für welchen Preis möchte die Konsole anbieten? $599. Das heißt, wir verdienen pro Konsole, ja, so knappe $77. Spiele von Drittanbieter erlauben, natürlich. Also würde ich auf jeden Fall machen, weil macht Sinn. Später, wenn wir mal irgendwann eine Konsole entwickeln sollten, die einen so hohen Marktanteil hat, dann könnten wir das verbieten und haben dann das Monopol. Können die anderen dann quasi preisautomatisch anpassen. Ne, wir lassen es erstmal so laufen. Wir lassen es erstmal laufen. Oh, hier unten, okay. Und schauen mal, was wir da so kriegen. Mal gucken, mal gucken. So, nebenbei können wir hier eigentlich alles Mögliche forschen. Das bin ich gespannt. Verkauft die sich überhaupt, wenn es kein Spiel gibt? Doch, tatsächlich ein bisschen. So, Fock ist fertig, sehr gut. 11.788. Bekommen wir da jetzt Geld dabei? Ja, ne? Aber herstellen muss ich die nicht, ne?
Also wir bekommen auf jeden Fall ein bisschen Geld dabei. Wir verkaufen 23.000 die Woche, haben jetzt schon 60.000 auf dem Markt. Okay. Warum geht der Hype eigentlich nicht so schnell hoch hier von dem Fock? Bugs entfernen. Okay. 94 Hype, 93 Hype. Wir müssen halt echt immer auf die scheiß Animation hier warten. Das dauert immer so lange. Wir brauchen ein größeres Büro. Wir brauchen ein größeres Büro, damit wir hier nochmal, weiß ich nicht, doppelt so groß bauen können. Scheiße. Großer Messestand. Oh, das ist gut. Und die Konsole mitnehmen. Gamebox. Bam. 46.000 Fans. Das ist nice. Und der Hype ist wieder auf 100 gegangen. Das ist sehr gut. So, ein Marktanteil von 0,09%. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber es ist okay. Boah, die Forschung geht schnell fertig. Die könnte ich so wegklicken. Aber dann kommen wir hier zu nix. Das hier muss fertig werden. So, warte mal. Wir verkaufen nichts mehr seit Wochen. Okay. Restbestände verkaufen. Ah, das können wir verkaufen. Okay, das auch. Das noch nicht. Das ist noch auf dem Markt. Theoretisch kann es ja noch gekauft werden. Wir könnten versuchen, indem wir den Preis nochmal drücken, da nochmal eine kleine Verkaufsecke. Hier so 1000, siehst du, da haben wir nochmal 1000 verkauft. Besser wie wegschmeißen. Oh, das dauert, ey. Dann machen wir lieber noch hier so ein paar Trainings. 63 Millionen. Also es hat was eingebracht, ja. Aber die Abonnementen, warum sage ich einfach Abonnementen? Das ist kein Wort. Abonnements oder so ähnlich. Auf jeden Fall die Leute, die das spielen, die hauen ab. Es werden weniger. Das ist nicht gut. Aber was lernen wir daraus? MMOs sind Kacke. Bringt es was, wenn man dann Free-to-Play-Geschäfts-MMO in Free-to-Play umwandeln? Welches Weg ist MMO in Free-to-Play umwandeln? Falls das Spiel bereits vom Markt genommen wurde, wird es neu veröffentlicht. Nee, es ist noch auf dem Markt. Ja, aber was bringt mir das? Sollen wir einfach mal machen? Einfach mal machen und testen, ja? MMO in Free-to-Play umwandeln. So. So, okay. Maximaler Umsatz pro User im Monat. Unbeliebtheit des Geschäftsmodells. Aha. Was machen wir denn da? Also auf jeden Fall, wir können ja mal so machen. Ja, das ist zwar 2 Unbeliebtheit von 6, aber es ist okay. Es ist okay. Das sind 1,5. Das sind auch 1,5. Da macht es vielleicht mehr Sinn, das wegzunehmen und das hinzumachen. Haben wir 6,1. Weil so hatten wir 6,6. Wenn wir das so machen, 6,9. Eigentlich egal. Pets und Reittiere und Instanzen und Spielweltzugang. Wir nehmen das mal rein. Okay. Oh, jetzt. Alter. Wie viel? Alter. Was ist das? Gesamte Downloads 4,23 Millionen. 800.000 die Woche, aktive Spieler, 1,6 Millionen In-App-Käufe, 300... Okay. Das Ding bringt jetzt Kohle ein, oder was?
Jo, Tatsache. Ach, die downloaden sich das Ding jetzt, oder was? Tatsache. Aber wo bringt das Geld? Das bringt aber... Ja, geht so, ne? Okay, warte mal hier. Unser Spiel ist fertig. Entwicklung abschließen. Fuck, jawohl. Selber produzieren in 2 Wochen. Wir lassen alles auf Standard für 39 Mäuse. Ist ja ein normales Spiel. Pony Game Station. Geschicklichkeit und Sport. 93%. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, hauen wir direkt die Updates hinterher. Updates, Updates, Updates. Und dann geht das los. So, wir müssen produzieren. Dann machen wir 2 Millionen, jawohl. Das sieht gut aus. Okay, die downloaden sich das jetzt und machen dann In-App-Käufe. 2,5 Millionen aktive Spieler. Okay. Oh, wir sind wieder Spiel des Jahres und Studio des Jahres. Das ist sehr gut. Und ich glaube, Free-to-Play, also ganz ehrlich, es bringt tatsächlich ein bisschen was an Geld ein, muss ich sagen. 81 Millionen sind wir jetzt. Auf jeden Fall mehr als durch die Verkäufe, glaube ich, oder? Free-to-Play. Vielleicht eine Marktlücke. Gut, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Folge. Wir sind am Ende angekommen. Wir gucken in der nächsten Folge dann mal, wie sich unser Spiel verkauft für unsere erste eigene Konsole, wo wir übrigens schon über 500.000 verkauft haben. Da könnten wir mal gerade noch gucken. Preis festlegen. Weil wir sind mit den Kosten runtergegangen. Das heißt, wir könnten theoretisch dahin gehen auf 499. Und würden ein bisschen weniger verdienen, aber mehr verkaufen. Ja, das machen wir auch. Oder wir können auch selber eintippen, ne? Dann machen wir einfach mal 550. Dann gehen wir nicht ganz so viel runter. Gut, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.